Und damit herzlich willkommen zum Monday Night Raw. Am Sonntag ist Elimination Chamber und wie heute angekündigt, gibt es hier heute ein reines Gauntlet Match. Wer wird der sechste Mann von Elimination Chamber? Ladies and gentlemen, Elias. Und Elias startet als erster in dieses Gauntlet. Hello, I am Elias. Hat sich auch als erstes dafür qualifiziert. Und hier ist sein Solo. And as the man who holds the power of the wind in his fist, I've got one question for everybody here tonight. Who wants to walk with Elias? Now, I have been all across the world. I've been to Paris, I've been to Italy, all across Europe, South America, South Africa, you name it. Elias has been there and it has brought me here tonight. And it seems everywhere I go, no matter what I do, a universal truth follows me. And I am certain that everyone here knows it. It is that WWE stands for... I said WWE stands for... Well, I gotta tell you, I certainly came prepared with a song tonight, but before I get started, I need you all to do a few things for me. I need you to silence your cell phones, hold your applause, and shut your mouth! I'm waiting for a town that's not such a disgrace. But I see so many stupid people, I wanna punch them in the face. For a town that's not such a disgrace. But I see so many stupid people, I wanna punch them in the face. Nur wer wird jetzt der Gegner sein, der mit Elias dieses Ganze anfängt? Denn die beiden haben jetzt die schlechteste Ausgangsmöglichkeiten. Vier weitere Teilnehmer kommen noch hier raus. Und es ist Seth Rollins. Viele sagen, John Cena hätte das Ganze gewonnen und wäre hier Teilnehmer. Aber jetzt hat Seth Rollins ihn gepinnt. Und dafür ist der AA und der Pin, wo der Referee am Boden war. And his opponent from Davenport, Iowa, weighing in at 217 pounds. Seth Rollins traf nämlich mit seinem High Knee den Referee und nicht John Cena. Cena damit ein AA ging fürs Cover, doch der Referee war am Boden, konnte nicht anzählen und dann traf Cena das Cover ab. Rollins kam dann wieder ins Match rein, gab Cena den zweiten Curbstomp und das war's. Und mit Rollins jetzt hier im Elimination Chamber. Umstritten. Aber vielleicht ist das wieder die gute Gutmachung vom Wrestling God für die ganze Scheiße, die passiert ist in der letzten Woche. Gegen Corbin, Triple H, etc. Elias gegen Rollins. Rollins öffnet mit einem Chop, Elias kontert, schnappt ihn sich direkt
Powerbomb, ja, Powerbomb von Elias. Egal wer heute wer hier das Match jetzt gewinnt, die erste Runde, es ist so oder so unwahrscheinlich, dass einer von ihnen hier dieses ganze Gauntlet-Match gewinnen könnte. Rollins, Tiny! Schön von Rollins, die Zusammenarbeit hier, das Zusammenspiel. Die Kombination, die er da auspackt, Elias versucht aufzustehen, Rollins, Blockbuster! Botcht das Ganze hier, Elias in der Ecke, Rollins vorab! Elias weicht geschickt auf und die harte Rechte! Elias war der Erste, der sich qualifiziert hat für dieses fürs Elimination Chamber. Mit dem Knie jetzt hier. Gegen Rollins. Auch gegen den Rücken, Fußcover. Rollins kriegt schnell raus. Weicht der ganzen Sache aus. Oh, und rennt hier direkt das Knie von Elias. Sogar noch mit Anlauf. Jetzt weicht er geschickt auf, von hinten, Suplex, in die Plück und fürs Cover, aber Elias kommt da raus. Kopf von Rollins, face first, geht der Elias zu Boden. Auch Rollins mit dem Cover, 1, und Elias kommt raus. Elias nutzt den Moment. Elias war auch beim letzten Gauntlet-Match bei den Rollins, war ebenfalls Teil. Das war damals Roman Reigns. Rollins kommt natürlich schön. Mit Anlauf und bringt Elias übers Top Rope. Elias aber schon wieder dabei aufzustehen. Ron, was macht der hier? Bisschen verbotscht das Ganze. Auch eben mit dem Blockbuster scheint er da anscheinend nicht in guter Form zu sein. Kann er wieder gut kontern. Oh, und wieder mit der Klausel, aber diesmal kontert und Elias Rollins damit außerhalb des Rings. Elias, jetzt. Top Rope. Elbow Drop gegen Rollins. Cover hinterher. 1, 2. Rollins kommt bei kurz vor 3 raus. 2,5. Eine Millisekunde mehr und Elias wäre hier schon eine Runde weiter. Rollins kommt ja Spinning Heel Kick. Dropkick von Elias bringt ihn wieder auf den Boden der Tatsache. Rollins versucht sich hier an den Seilen hochzuhangen, ein bisschen Distanz zu Elias zu gewinnen. Da bleibt er dran, aber der kurz zum Flex. Und Rollins geht schnell fürs Rollen. 1, 2, Elias kommt raus.
und kontert gegen Rollins. Oh, Rollins! Super stark! Rollins von. Mit dem Rollins. Elias kommt raus. Elias versucht hier auf die Beine zu kommen. Slingbait von Rollins. Rollins hier aufs Top Rope. Versucht hier die ganze Meute wieder hinter sich zu bringen. Mit seinen Taunts. Anlauf von Rollins. Suicide Dive! Geht jetzt schon früh auf alles. Rollins. Top Rope. Elbow Drop gegen Elias. Klaut seinen eigenen Move hier im Endeffekt. Cover. One, two. Und Elias kommt auch raus. Und er steht einfach auf. Der steckt seinen Move weg. Als wäre es nichts. Elias. Suplex. Hebt hier jetzt Rollins hoch. Submission Lock. Submission Lock gegen Rollins. Rollins kann sich aus der ganzen Sache bloß befreien. Erneut der Rollins von Rollins. One, two. Und der Nice kommt raus. Rollins, Kick to the midsection. Curbstomp! Cover gegen Elias. 1, 2, 3. Rollins gewinnt die erste Runde. Und tritt damit auf Teilnehmer 3 des heutigen Gauntlet Matches. Schön nochmal hier der Elbow Drop von Elias zu sehen. Und hier schon mal die Wall in Konter der beiden. Starker Anfang ist heute heutigen Wall-Folge. Immer der Rollins. Rollins hat auf den zweiten Teilnehmer und es ist Robert Roode. Robert Roode auf die Raw, hat er sich letzte Woche oder erst auf das Match qualifiziert. Gegen Jinder Mahal. Zweiten Teil des Gauntlet Matches gegen Robert Roode. Rollins
fängt das Match an. Wilden Schlägen auf Robert Root. Der müsste jetzt eigentlich hier helfen können, dann kontert auch. Das wird eben schon sehr gut eingesteckt gegen Elias. Root mit dem Suplex. Rollins kontert. Auch hier wieder schnell für den Rollin. 1. Da kontert Robert Root. Geht auch für den Rollin. Wieder kontert Seth Rollins, aber auch gegen den Leichen sind. 1, 2, und Rollins gewinnt! Rollins mit dem schnellen Rollin gegen Robert Root. So schnell kann's gehen! Und nach dem schnellen Gewinn gegen Root kommt hier Teilnehmer Nummer 4, der dritte Gegner für Rollins. Hier trifft er auf Rollins im Elimination Chamber, auf Rollins, Elias, Root, Cesaro und Randy Orton. Er ist der vierte Teilnehmer hier des Gardner Matches, also eine wesentlich bessere Ausgangssituation als Rollins. Der ist sogar schon so zwei Leute rausgeworfen hat, Elias und Root, wobei Root, ja, Rollin kann passieren bei einem Rollin Contact, dass man dann immer schwieriger rauskommt. Rollin hat es geschafft, Root kam nicht raus und ging das zu Elias und somit endet das Match nach doch nicht mal unter einer Minute. Rollins gegen Young. Und Rollins auch hier schnell für den Einroller. 1. Aber Young kommt raus. Konter gegen Rollins und Rollins kommt raus. Diesmal kein Konter von Rollins. Reicht hier aus, aber Young schnell mit dem Suplex. Super Kick von Young. Rollins nach diesem Schlag auch schon. Man merkt, das Match ging mir leise, steckt ihm halt noch in den Knochen. Das war Kräftezehren. Elbow Drop abbekommen. Die ganzen Knie-Attacken von Elias. Dann rennt er da noch in das Knie rein. Ein bisschen verbotscht von ihm. Hier kommt er auch nur schwer raus. Also man merkt schon, Rollins mit Problem. Aber jetzt ist High Knee von Rollins. Wieder das Knie von Rollins. Young fängt jetzt wieder, der fängt sich hier das Bein. Young muss natürlich jetzt ohne das Druck auf Rollins eindreschen, um hier das Ganze schnell für sich zu entscheiden. Das ist die beste Möglichkeit. Rollins hat hier definitiv die schlechteren Karten und Dropkick. Aber Rollins macht auch das Unmögliche möglich. Überhaupt die Shield-Gruppierung
beziehungsweise das, was noch übrig ist. Reigns, Rollins, das sind Kämpfer, die immer wieder aus die unmöglichen Dinge schaffen. Oh, Young mit dem Sharpshooter gegen Rollins. Und das ist jetzt ganz, ganz bitter für Rollins. Der hat kaum noch Kraft. Wird Young das Ganze jetzt schon werten können? Rollins zappelt sich ja irgendwie durch. Und ist Sling Blade. Young steht auf. Rollins, Blockbuster, diesmal geht er sehr sauber durch. Cover gegen Young, Rollins. Young kommt raus. Knie schön ausgewichen von Young. Macht er klasse. Tombstone. Elbow Drop. Oh, das hat jetzt das Bein ab von Young. Young weicht aus. Und er geht erneut für den Sharpshooter. Sharpshooter lockt in. Rollins schon wieder ein Problem. Kann hier aber anscheinend geht hier nicht für den Rope Break. Was vielleicht sinnvoller wäre. Kann ich da wieder rauswinden aus der ganzen Sache. Schnappt sich Young. Face first geht er zu Boden. Boah. Young kommt erneut raus. Young kommt raus. Rollins ebenso. Heini geht daneben. Young von hinten. Und Face First gegen Turnbuckle geht zu Boden. Cover. Rollins kommt schnell raus. Rollt sich hier raus. Young. DDT außerhalb des Rings. Macht das hier klasse gegen Seth Rollins bisher. Hätte Root ein längeres Match gehabt, dann wäre es wahrscheinlich das schon alles gewesen mit Seth Rollins. Der war Universal Champion, er ist sehr gut. Er dürfte der stärkste Individualist hier in dem Gauntlet Match sein, aber nicht. Aber so verbleibt Nummer 1. Im ersten Chapelson kann man eben schlecht gewinnen. Rollins, Top Rope. Elbow Drop, Young weicht aus. Gibt es Cover, Rollins kommt raus. Und Rollins zieht das oberste Ringseil. Rollins nun wieder drin. Face first wieder Rollins auf den Boden. Young geht fürs Cover, Rollins schafft wieder das Kick-Out. Und die Powerbomb hier. Oh, Rollins kontert. Rollins kontert. Auch gegen Young der Rollins.
Eins, zwei. Young kommt raus. Und wir ordnen sie ebenfalls. Sendet es hin und her zwischen den beiden. Young. Back Suplex. Und rollt hier raus. Young. Kontert erneut. Young. Hätte hier für den Rollen gehen können. Hätte hier für den Pinfall gehen können. Hämmert da auch den Schädel von Rollins auf die Ringmatte. Rollins kontert Spinning Heel Kick. Rollins erneut. Top Row, Elbow Drop und erneut weicht Young aus. Young DDT zum zweiten Mal gegen Rollins. Schleift ihn hier durch den Ring. Geht für den Pinfall. Und Rollins schafft erneut das Kick-Off. Das ist überhaupt, dass Adesino überhaupt in der Lage ist. Man kann ihn durch den Ring schleifen, aber er bleibt weiterhin standhaft und ein Neckbreaker. Gegen Rollins Cover, das war's. One, two. Rollins kriegt die Schulter hoch. Was? Rollins mit dem Kickout. Counter von Rollins. Rollins. Nein. Super Kick von Rollins. Gegen Young. Rollins muss es jetzt schnell machen. Super Kick in den Bauch. Curbstomp gegen Young. Cover von Rollins. One, two, three. Rollins gewinnt auf die dritte Runde. Unglaublich, was der Mann hier leistet. Ganz, ganz stark von Rollins hier. Kommt sogar aus dem Neckbreaker raus. Und zieht damit in die vierte und die vorletzte Runde somit ein. Eben noch hier die Highlights des ganzen Matches. Wer wird der nächste Gegner für Rollins? And his opponent from Lucerne, Switzerland, weighing in at 232 pounds, Cesaro! Es wird Cesaro. Der überraschenderweise gegen Samoa Joe souverän gewonnen hatte. Fünfte Teilnehmer des Gauntlet Matches. Und vierter Gegner für Rollins, sehr, sehr gute Chancen hat. Rollins, schön wie er das macht, wartet auf Cesaro. Der DDT. Schön hier, geht auch für direkt für den Pinfall 1, da kommt natürlich Cesaro raus. Rollins geht da schnell gegen Cesaro los, versucht hier schnell das Ganze zu beenden, die Klausel an. Verfehlen sich da jetzt Cesaro-Drücker.
Schöner Big Boot des Schweizers. Und was ein Uppercut! Einer seiner Spezialitäten. Das ist den European Uppercut. Man muss auf jeden Fall aufpassen, wenn man High Flying Moves macht, dass man davon nicht getroffen wird. Big Boot hinterher. Das Ding ist, Wallace kann schön Momentum aufbauen, aber er ist schon sehr geschwächt und kann natürlich leicht in Bredouille geraten. Und Cesaro macht das sehr gut. Face Noise geworden ist hier. Gegen die Seite. Cover. Auch hier. Rollins kommt raus. Wartet auf Cesaro. Oh, der catcht ihn hier mit dem Uppercut. Und Cesaro Suplex. Belly to belly. Und der Uppercut. Und weicht da geschickt aus. Cesaro kontert. Rollins ebenso. Reverse DDT. Rollins Top Rope. Elbow Drop. Diesmal geht er durch. Cover. One. Two. Cesaro kommt raus. Gegen Young wurde dieser Move zweimal gekontert. Dropkick. Oh, Cesaro. Catch Rollins hier mit dem Knie und der Spinning Uppercut. Und erneut ein schöner Uppercut hier von Cesaro. Er weiß, wie er Rollins Schaden zufügen kann. Cover. Rollins kommt raus. Wartet auf Cesaro. Cesaro kontert hier schön. Und Rollins hinter das Top Rope. Und hier sieht man mal die Kraft, die Cesaro in sich hat. Dreimal Deathlift. Klasse. Gegen Rollins außerhalb des Rings. Und gegen die Stahltreppen. Count ist bei 7. Aber Cesaro lässt es nicht für den Count aufgeben. Dropkick von Cesaro. Gibt hier Rollins hoch und schleudert ihn wieder gegen die Treppe. Rollins kontert Cesaro gegen die Treppe. Cesaro jetzt wieder im Ring. Rollins Top Rope. Rollins. Frog Splash. Wieder etwas verbotscht, könnte an der Anstrengung liegen, die bisher Rollins abbekommen hat. Geht fürs Cover. Cesaro kommt raus. Natural Selection, Cesaro weicht aus. Rollins Counter. Rollins, Kick in die Bauch. Curb Stomp! Gegen Cesaro. Cover. One. Two. Und Cesaro kriegt die Schulter hoch.
Rollins kann es nicht glauben. Cesaro als allererster hier. Der hier die Schulter hoch bekommt gegen den Köpfer, aber Rollins ist noch nicht fertig. Slingback hinterher. Rollins. Top Rope, Frog Splash, Cover. 1, 2. Und wieder kriegt Cesaro die Schulter hoch. Kommt er von Cesaro. Hebt Rollins hoch. Face fest auf den Turnbuckle. Da arbeitet hier mit dem Ellbogen Rollins Bein. Das geht in die Seile. Tucking out. Das haben wir, glaube ich, eben schon gesehen. Ja. Die Dreierkette von Cesaro. Ganz, ganz stark von Cesaro. Cover. 1, 2. Rollins kriegt wieder die Schulter hoch. Cesaro kann es nicht glauben. Rollins kontert. Rollins Superkick. Cesaro muss hier auch schon einiges einstecken. Rollins. Wieder der Curbstomp gegen Cesaro. Cover zum zweiten Mal. 1, 2. Cesaro kriegt die Schulter hoch. Rollins fasst es nicht. Cesaro kontert. Und der Schlag hier, der hat richtig gesessen. Cesaro von hinten. Neckbreaker. Leg drop. Kommt er von Rollins. Rollins, dann hat er schon ein Match gewonnen. 1, 2. Cesaro kommt raus. Er kommt in die Ecke. Cesaro kommt halt hier gegen Rollins. Bringt ihn zu Fall. Cover. Rollins kommt raus. Rollins kontert. Wieder sind beide in der Ecke. Rollins hat jetzt Cesaro Top Rope. Rollins mit Cesaro Superplex in den Falcon Arrow. Cover von Rollins. 1, 2. Und wieder kriegt Cesaro die Schulter auf. Rollins mit gerade einer unglaublichen Angriffskette gegen Swiss Cyber Kaini. Rollins! Oh. Cesaro weicht aus! Ist das wieder das Lebenszeichen für Swiss Cyborg? Cesaro Powerbomb! Cover gegen Rollins! 1, 2. Rollins kommt wieder raus! Rollins ist schon wieder da! Rollins!
bleibt ein Cesaro hängen, Suplex von ihm. Und Cesaro Submission Lock gegen Rollins. Rollins muss schon oft heute aus dem Submission Lock rauskommen. Zweimal Sharpshooter und dann einmal gegen Elias. Der vierte Submission Lock heute gegen Seth Rollins. Und er muss kämpfen. Rollins muss richtig kämpfen hier an dem Punkt. Kann sich aber hier rausputzen. Nein, aber Cesaro lässt Rollins keine Angriffsmöglichkeit. Schön von Cesaro. Jetzt Cesaro wieder Submission Lock. Wieder der Submission Lock gegen Rollins. Und das dürfte wieder haarscharf werden für den ehemaligen Universal Champion. Aber diesmal kommt er besser raus. Diesmal kommt er besser raus. Spinning Uppercut von Cesaro. Die Dreierkette gegen Rollins. Und zum dritten Mal hier. Cesaro fürs Cover. One, two. Rollins kommt raus. Rollins kommt raus. Cesaro will jetzt das Ganze beenden. Cesaro. Sharpshooter gegen Rollins. Und Rollins tappt aus. Das ist nicht die Möglichkeit. Cesaro gewinnt per Submission. Und es ist damit im letzten Match des Gauntlet Matches, dem sozusagen dem Main Event heute von Monday Night Raw. Ich glaube, ich habe noch niemals Rollins aufgeben gesehen. Unglaublich von Cesaro. Starke Performance von ihm. Und hier kommt der letzte Mann des Gauntlet Matches. Randy Orton. And his opponent, representing the Wyatt family, from St. Louis, Missouri, weighing in at 250 pounds, the Viper. Randy Orton ist ja von United States Champion und Universal Champion. Jetzt kann er heute den sechsten Platz sichern und die Möglichkeit auf den Spielplätzen, dass sie bei Elimination Chamber und dann, wenn er das gewinnt, nach WrestleMania den achten Universal Champion. Enger zu fördern. Und vielleicht ein Glück.
kann mit dem Crowd damit sehr zufrieden sein. Und Randy Orton hier mit Cesaro im Kettenwrestling. Cesaro kann dem Set durchsetzen und Suplex von Cesaro. Natürlich Randy Orton hier deutlich im Vorteil. Gegenüber Cesaro, denn der hat ja schon kämpfen müssen unter Stark von Randy Orton. Captain Wrestling geht ja ganz eindeutig an ihn. Wie wir alle wissen, Randy Orton lässt sich nicht gerne Chancen nehmen, so Sachen zu gewinnen. Cesaro mit Geschwindigkeit, Spinning Uppercut. In der Ecke. Das ist Swiss Cyborg. Oh mein, Vertical Suplex. Und die Clothesline schickt hier Randy Orton nach draußen. Und Randy Orton kontert hier gegen Cesaro. Er landet an den Barrikaden. Wie jetzt um den Ring herumgeschleudert. Wir wissen, Randy Orton ist nie für irgendwas zu schade, um einen Titel hier zu gewinnen. Er will tun, was er muss, um etwas zu gewinnen. Cesaro flüchtet hier jetzt in den Ring rein. Randy Orton hinterher. Orton kontert. Trifft ihn in den Rücken. Und hier erscheint Bray Wyatt. Nein. Nur die Musik von Bray Wyatt, wie es scheint. Cesaro will von hinten angreifen. Randy Orton konnte das Ganze jetzt. Cesaro hat Randy Orton und geht für den Submission Lock, für den Sharpshooter. Randy Orton am Boden. Kommt noch hier aus der ganzen Sache raus. Cesaro bleibt jetzt dran. Belly to belly. Der Sharpshooter hat natürlich viel Kraft gekostet. Das weiß auch Cesaro. Jetzt muss er einfach das Momentum nutzen, was er gerade hat, um Randy Orton zu besiegen. Vertical Suplex von Orton. Konter von Cesaro. Konter von Orton. Cesaro kontert Orton. Cesaro rollt ihn hier ein. Cover 1. 2, Orton kommt raus. Orton auf den Beinen, schönes Samoan Drop. Orton, Neckbreaker vom zweiten Ringseil.
Was hat das zu bedeuten, dass hier die Musik von The Fiend auftauchen und Cesaro draußen? Eigentlich ist ja The Fiend auf der Seite von Randy Orton. Schöner Stunner von Cesaro. Cesaro Suplex außerhalb des Rings. Und Randy Orton hier nochmal gegen den Ringpfosten. Cesaro. Top Drop. Countered war bei 6. Elbow Drop von Cesaro. Cover von ihm. 1, 2. Und Orton kriegt die Schulter hoch. Ganz, ganz knapp. Oh, kommt er hier von Orton. Orton. Akeo! Gegen Cesaro! Aus dem Nichts! Cover one. Und Cesaro rückt die Schulter auf. Was für ein Power-Out von Cesaro. Und Cesaro mit dem European Uppercut gegen Orton. Cover gegen Orton. 1, 2. Orton kriegt die Schulter hoch. Cesaro kann es noch nicht fassen, Orton kontert. Sagte mir, nein, nein, das Ding gewinnst nicht du. Orton schnappt sich Cesaro erneut. Zweites Ringseil. Neckbreaker. Road Peak! Cesaro rückt die Füße noch drauf. Auf das Ring. Der Referee sieht es. Aber Drop hinterher von Randy Orton. Cesaro schnappt sich Orton. Neutralizer. Cover von Cesaro. 1, 2. Orton kriegt die Schulter hoch. Orton kriegt die Schulter hoch nach dem Neutralizer. Orton drückt Cesaro, powert ihn aus. Kräftemäßig scheint er doch hier etwas mehr im Battle zu haben. Vertical Suplex. Orton wird wieder für den Neckbreaker gehen. Cesaro kontert. Und jetzt Cesaro. Die Kette haben wir auf gegen Seth Rollins gesehen. Cesaro setzt an. Möchte das Ganze jetzt hier beenden. Schnappt sich Orton. Erneut. Neutralizer. Cover gegen Orton. 1, 2, 3. Cesaro ist der 6. Mann des Elimination Chambers. Mithilfe von The Fiend. Was all die grandiose Leistung von ihm etwas betrübt. Doch
trotz des schweren Matches gegen Rollins schafft Cesaro es wieder den Sieg gegen Orton. Wenn man so will. Aber ohne Hilfe nicht. Mit Hilfe des Eingreifens von den Fiend können sie auch einen Sharpshooter ansetzen, der alles wieder gleichsetzt. Das war's mit Monday Night Raw. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gerade bei SmackDown und nächste Woche wieder. Und am Samstag und am Sonntag bei Elimination Chamber. Bis dahin, einen schönen Tag.